Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Tomb Raider 4, The Last Revelation. Wir werden jetzt hier hingehen und den letzten Dreizack dann hoffentlich einsetzen können, platzieren können. Und dort ist wieder mal so eine komische Feuerplatte. Und es kann gut sein, dass ich hier jetzt mehrmals in Flammen aufgehen werde, bevor ich es schaffe. Lara, könntest du nicht bitte einfach mal... Nee, sie will noch nicht. Sie will es einfach nicht und, oh Gott. Oh, ja, toll. Da, ja, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr festzuhalten. Ach, Lara. Wirklich. Ich nehme wieder mal keine ganze Minute auf und schon musst du wieder sterben. Möchtest du unbedingt die menschliche Fackel werden? Findest du die Fantastischen Vier so toll? Hm, das Ladebild hat sich auch verändert. Da war ja vorher auch eine Bäh-Statue zu sehen und jetzt da eine spuckende Statue zu sehen. Naja, diese hier wollen wir auch noch zum Spooky machen und nicht zu einem Bäh. Wir wollen keine Bäh-Statue, wir möchten eine Spuck-Statue. Gibt es denn hier nicht irgendwie einen kleinen Trick, wenn man da hinkommt? Nee, ich glaube nicht, oder? Oder ich, obwohl, nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Aber es muss doch irgendwie möglich sein. Oder war das nicht, dass ich da hinten in die Ecke springen kann, ohne anfangen zu brennen? Ja, siehst du mal. Haha, so leicht kann es gehen. Cool. Nee. Ah, Twixies. Oh, falsche Waffen. Da, 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 da. So, ihr Lieben. Ihr steht erst gleich auf. Das hatte ich mir gedacht. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ist ja auch schon irgendwie ein Skelett. Nein, hier springt niemand hinter der Ecke hervor. Und dann kann ich ja doch mal eben vorher die Vasen zerschießen. Ups, nicht zu weit. Ja, die sind wieder mal schon kaputt, der Rest hier. Und yay, ein kleines Midi-Pack. Das ist aber sehr lieb von euch, ihr Spieleentwickler. Und ja, nimm es, ne? Okay, hier im Wasser ist wieder mal nichts, ne? Wie eh und je. Genau, hier ist nichts zu sehen. Ich rüste schon mal wieder die Armbrust aus, weil es so schön ist. Wunderbar. Und Dreizack. Der letzte im Bunde. Und dann verlassen wir auch schon bald wieder den Poseidon-Tempel. Vielleicht sogar noch in diesem Part. Ja, vielleicht sogar schon in diesem Part, wirklich. Weil wirklich, es gibt ja jetzt eigentlich nichts mehr hier zu tun. Yay, wieder zwei mit einer Klappe geschlagen. Wow, hallo! Wo hast du denn rumgelegen? Ich hab dich vorhin gar nicht mal gesehen. Kommt er auf einmal da hervorgesprungen, der Junge? Na sowas. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder runter, ohne gegrillt zu werden, ne? Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht gegrillt werde. Bitte, 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 bitte. Yay, es klappt ja. Es klappt wunderbar. Super. Ja, dann haben wir jetzt hier auch schon eigentlich wirklich unser Ziel erreicht. Sind wir fertig und... Moment mal. Was ist eigentlich mit diesem Block hier? Kann man hier nicht irgendwie rauf oder so? Ich meine, das bringt einem jetzt dann auch nicht so viel, aber da könnte ja was liegen oder so. Aber ich glaube nicht. Nee. Und hier ist auch keine Kletterwand oder so. Oder es sieht nur nicht danach aus und ist in Wirklichkeit eine. Mal eben checken. Nee, doch nicht. Okay. Da nehme ich mal an das Gleiche. Obwohl, das sieht ein bisschen komisch aus. Oder meine Augen spielen mir nur einen Streich. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Nee, ist wirklich auch nur... eine Täuschung. So. Dann können wir jetzt hier... runter. Ups. Das ging ja mal hier schnell abwärts. Und war auch gar nicht mal so tief, wie ich dachte. Okay. Dann mal gucken, was hier ist, ne?
da geht's da so lang. Hier an der Seite. Ist hier irgendwo was an den Seiten? Nee, irgendwie nicht. Okay, ich schwimme nochmal ganz kurz eben nach oben. Und dann geht's hier in den Seitengang rein. So. Hinunter mit uns in die Tiefen der geheimnisvollen Unterwasserwelt. Hier unten. Okay. Ach, das war's hier dann auch schon. Das ging ja schnell. Aber ich guck noch mal eben was nach. War hier oben was? Nee, doch nicht. Das sah nur wieder mal so aus. Okay. Okidoki. Epische Musik, das bedeutet, denke ich mal, dass wir das Level so gut wie beendet haben. Und ich weiß auch schon, was als nächstes kommt und ob ich das Level gut finde oder nicht, kein Kommentar. Es gibt ein paar Stellen, die ich sicherlich gut finde, aber auch viele Stellen dann in dem Level, die ich einfach nur abgrundtief... Wow. Okay. Die ich abgrundtief hasse. Aber wir werden auch sehr viel zu lachen haben, kann ich euch schon mal sagen und versprechen. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nochmal das Fernglas zücken. Okay, aber auch hier ist wieder mal nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da zuerst lang gehen soll oder doch da lang, aber ich glaube, da geht es dann weiter ins nächste Level, oder? Was ist denn hier? Ach, gar nichts. Ist hier nur, was für einen Sinn und Zweck hat bitteschön das Ding hier? Hallo? Das ist aber komisch. Aber naja, dann ist hier halt nur so ein Ding mit nichts, ne? Kann man ja auch mal machen. Warum auch nicht? Okay. Dann... Moment. Ich will ja wirklich hier eben alles abchecken. Wenn, dann auch gründlich. Da hinten war auch noch eine Ecke, ne? Ja, genau. Wie gesagt, wenn, dann gründlich. Check, check, check. Aber hier ist auch nichts, alles klar. Dann kann ich ja beruhigt hier weitergehen. Hi! Und auf Wiedersehen! Genau, hier, das ist der andere Gang. Dann wäre ich hier rausgekommen. Und hier... Kam mir nicht noch irgendwie, okay, das war dann... Och nee, gleich zwei Geister. Dum, dum, dum. Obwohl... Ach, ich weiß jetzt wieder, wie das hier war. Ich weiß es wieder. Ups. Lasst mich. Genau, da sind nämlich Kreuze in den Vasen versteckt. Na komm. Wenn ihr beide gleichzeitig zerplatzt, das wäre lustig. Nee, doch nicht beide gleichzeitig. Aber so ist das ja auch okay. So, das ist das und das ist das. Und hier ist kein Schalter. Nee, Schalter war nur auf der anderen Seite, aber hier ist so eine anders aussehende Bodenplatte. Oder ist das ein Secret dann, dass dieser Schalter da hinten diese Bodenplatte senkt? Das kann natürlich sein. Ich habe daran gerade gar keine Erinnerung. Oder nee, Quatsch, mit der Bodenplatte ging es, glaube ich, weiter, weil da vorne ist ja dann nichts mehr. Da sind ja nur diese Särge. Stimmt. Nee, doch nicht. War nur eine Wand. Holzsärge. Oder nee, Quatsch, die Türen gehen doch dann auf und dann geht's doch weiter, oder nicht? Ach, ich bin jetzt irgendwie gerade etwas,
verwirrt. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt einfach mal, was da ist und speichere vorher und dann passt das schon, ne? So. Genau, dann geht das da nämlich runter. Yay! Aua! Aber hier geht es, glaube ich, dann weiter, oder? Mann, ist das dunkel. Moment mal, muss ich da eine Fackel anmachen oder ist da jetzt wieder nur so eine Nische für, nee, da geht's wirklich irgendwie lang. Mann, ist das dunkel hier. Ich hoffe mal, dass es nur ein Secret ist. Denn ich möchte ja jetzt echt noch nicht ins nächste Level gelangen. Okay, wie gut, dass ich gespeichert habe. Ich lade dann nochmal, weil ich hier ja noch gar nicht hin wollte. Na, das ist ja dann hier mit dem... Obwohl, ich kann ja auch einfach so zurückgehen. Ich muss ja noch nicht mal laden. Ne? Oder? Mal eben nachprüfen, ob ich dann überhaupt laden muss oder nicht. Okay, die Bodenplatte ist jedenfalls immer noch unten. Schmeiß die Fackel weg. Und dann geht's hier wieder rauf. So, wir finden nämlich jetzt hier zumindest ein wichtigstes hier. Ein wichtiges Rüstungsteil. Teil von der Rüstung des Horus. Verarschung? Nee, doch nicht. Nee, aber da geht's doch dann wirklich ins nächste Level. Genau so gelangte man doch dahin. Was ist denn dann bitte schon noch da hinten? Ich bin jetzt gerade total verwirrt, Leute. Also das will ich jetzt mal eben hier rauskriegen. Das ist gerade sehr verwirrend hier. Mal eben gucken hier. Ja, ich brauche doch eine Fackel. Ich sehe ja wirklich gar nichts. Okay. Ja, lauf gegen die Wand. Bin ich immer gespannt, wo wir hier rauskommen, wenn ich da jetzt hochklettere. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber da hinten, da ging es wirklich ins nächste Level. Und nicht hier. Aber was ist denn dann hier? Wirklich, was? Ich habe hier gerade eine leichte Vermutung. Ja, wir gelangen jetzt hier irgendwie zu den Küstenruinen gerade zurück. Aber wozu? Aha! I see! Seht mal! Das haben wir vorhin schon mal gesehen von einer anderen Perspektive aus. Bei dieser Kamerarundfahrt zumindest hat man es definitiv gesehen. Okay. Die Zeit ist übrigens rum, Leute, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part und dann geht's weiter. Ciao!